Das laute, unaufhörliche Piepen. Der Tinnitus, der dich vielleicht schon länger oder erst seit kurzer Zeit begleitet. Ohrgeräusche, Summen, Brummen, Piepen oder auch Pochern können einen Tinnitus ausmachen. In diesem Video geht es darum, was für Möglichkeiten du auf Nährstoffebene hast, deinem Tinnitus beizukommen. Wir haben in unserem YouTube-Kanal verschiedenste Übungen auch schon für dich paratgelegt. Die verlinken wir dir hier oben rechts nochmal in der Infokarte. Und in diesem Video geht es nochmal spezifisch darum, was du nährstofftechnisch unterstützend gegen deinen Tinnitus tun kannst. Ich freue mich auf das Video mit dir. Mein Name ist Daniel von Knoop und Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit. Und wir legen auch gleich los, nämlich mit Ginkgo. Ginkgo als Nährstoffergänzung für dich bei Tinnitus, weil Ginkgo verbessert die Mikrozirkulation gerade im peripheren Gewebe. Das heißt, die Zirkulation heißt Entgiftung, Entschlackung, heißt aber auch mehr Sauerstoff in das Gewebe um das Ohr herum, sodass auch die Durchblutung und Nährstoffzufuhr für die einzelnen Gewebe optimal ablaufen kann. Erster Tipp, Ginkgo. Zweiter Tipp ist, dass bei Tinnitus-Patienten häufig auch in klinischen Studien ein Mangel an Coenzym QC oder auch Magnesium festgestellt wurde. Das heißt, wenn du deinen Magnesiumspiegel überprüfst und ein Mangel besteht, dann solltest du diesen über Magnesiumpräparate oder eine magnesiumspezifische Ernährung ausgleichen, weil das eine Ursache sein kann, warum Tinnitus entstehen kann. Genauso wie bei dem Coenzym QC. Ich nenne dir gleich nochmal, was alle Nährstoffe betrifft, die Tagesdosis, wie du deinen Körper unterstützen kannst. Hinzu kommt Vitamin B12, ist auch ein großer Faktor, warum Tinnitus entstehen kann. Vitamin B12, unter anderem wichtig für nervale Weiterleitungsprozesse und die Funktion des Nervs. Also kontrolliere da auch nochmal und nutze Vitamin B12, um deinen Tinnitus zu reduzieren. Außerdem kann OPC ein wichtiges Nahrungsergänzungsmittel sein, um deinen Tinnitus zu reduzieren. Denn die Kapillardurchblutung wird verbessert, ähnlich wie bei Ginkgo. Und die Polyphenole verbessern die vaskuläre Funktion, genauso wie sie oxidative Prozesse verhindern, also weitere Schädigungen verhindern können. Insbesondere das Pinienkernextrakt Pycnogenol wirkt auf die Cochlea und verbessert auch Studien zufolge nach die Cochlea-Durchblutung signifikant. Das heißt, denk an OPC, denk an Pinienkernextrakt bei deinem Tinnitus. Insgesamt sind das die Tipps, was Nährstoffe betrifft und Tinnitus. Versuch gern nochmal das eine oder andere oder über ein Blutbild, eine spezifische Untersuchung, erstmal zu schauen, fehlt dir vielleicht Coenzym Q10, fehlt dir Magnesium, fehlt dir Vitamin B12 oder wie kannst du insgesamt deinen Körper optimal unterstützen? Natürlich kann Tinnitus viele mannigfaltige Ursachen haben, aber wir möchten auch über unsere Playlist über Tinnitus, dir Angebote schaffen, wie du zu Hause möglichst schnell, möglichst effektiv deinem Tinnitus beikommen kannst. Wir hoffen, dass das einen Effekt für dich auch hat. Und nochmal spezifisch, was die Dosierung betrifft zu den einzelnen Ergänzungen. Ginkgo führe 500 bis 1000 Milligramm pro Tag zu. Pycnogenol, das heißt Pinienkernextrakt, ungefähr 100, 150 Milligramm pro Tag. Magnesium 240 bis 350 Milligramm pro Tag. Vitamin B12 400 Mikrogramm pro Tag. Und das Coenzym QC auch 100 bis 150 Milligramm pro Tag. Ja, wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Du kannst etwas damit anfangen. Und dann würde ich sagen, gerne Feedback unten in die Kommentare. Schreib gerne rein, ob dir ein Nahrungsergänzungsmittel, ob dir eine Blutuntersuchung wirklich auch dabei geholfen hat. Wir haben einiges an positivem Feedback schon erhalten in unserer Praxis, genau zum Thema Tinnitus und Nährstoffe. Deswegen geben wir das hier weiter und versuch gerne, uns und die Community daran zu unterstützen, indem du Kommentare schreibst, was dir geholfen hat. Das kann vielen anderen auch nochmal unterstützend helfen. Danke dir dafür. Folge uns auch auf Instagram, knoop.niehaus, da findest du uns auch. Und dann sehen wir uns, wenn dir das Video gefallen hat, du den Kanal abonnierst, gerne im nächsten Video wieder. Darauf freue ich mich. Bis dann. Ciao.